Wir fahren nach Amalfi. Dabei benutzen wir Schiff, Bus und Bahn. In Saiano gehen wir an Bord eines Schnellschiffes. Die steilen Felsen sind bezeichnet für die Amalfi-Küste. Sie begleiten uns bis nach Amalfi. Nach einem Zwischenstopp in Sorrent geht es weiter in Richtung Amalfi. Wir fahren an Capri vorbei, das wir ebenfalls besuchen wollen. Immer wieder fahren wir an interessanten Felsformationen und kleinen, an den Berg gespiegten Dörfern vorbei. Nach etwa 2 Stunden Fahrt erreichen wir Amalfi, die Stadt, die der gesamten Küste den Namen gibt. Die Amalfi-Küste, eine steile Felsenküste, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Am Hafen befindet sich die Piazza Flavio Gioia. Amalfi ist eine Kleinstadt am Golf von Salerno mit 5.420 Einwohnern in der Provinz Salerno, der Region Kampanien. Foto oder Film? Beides. Amalfi entwickelte die erste schriftliche Seerechtkodifikation Italiens, die Tabula Amalfitana. Nicht gesicherten Informationen zufolge wurde Amalfi 320 nach Christus von Soldaten Kaiser Konstantins gegründet. Durch den Mangel an fruchtbarem Ackerland wandten sich die Amalfitaner früh dem Meer und damit dem Seehandel zu. Im 10. Jahrhundert war Amalfi Drehscheibe im Handel zwischen Orient und Okzident. Arabische Reisende rühmen sie als reichste und glanzvollste Stadt im Langobardenreich. Auf dem Domplatz schlägt das Herz des bussierenden Küstenortes mit kleinen Geschäften und netten Cafés. Über eine majestätische Treppe gelangt man zu dem im Jahr 937 erbauten prächtigen Dom St. Andrea von Amalfi. Der Domkomplex wurde später ergänzt und umgebaut. Der Blick vom Dom auf den Domplatz. Im Dom findet gerade eine Hochzeit statt. Der
Wenn man linker Hand des Domes aufsteigt, gelangt man zu dem Kloster des Paradieses. Interessant ist auch der Vorhof und ein Kreuzgang, der auf Doppelsäulen mit sich überschneidenden kleinen Bögen ruht. Kann ich vorbeigehen? Anschließend an das Kloster besuchen wir das Museum und danach die Krypta des Domes. Wir bummeln durch die malerischen Gassen Amalfis. Gleich hinter der Stadt erheben sich steile Felsen. Wir benutzen den öffentlichen Autobus für die Rückfahrt nach Sorrent. Das erste Ziel auf der Rückfahrt ist die Grotta Smeraldo. Ja, weil Licht von außen reinkommt. Also, ja. Le faccio guardare il fondo qui. Quando l'acqua si ferma, si vede chiaro come uno specchio. Sono 10 metri di profondità. 10 metri, se ne. Vedete, c'è roccia e sabbia sul fondo. Aspetta, io. Non ci sono più anno di sopportazione. Nun geht es weiter zum zweiten Ziel, der Ortschaft Positano. Die Straße windet sich durch steile Felsen hoch über dem Meer. Immer wieder gibt es atemberaubende Ausblicke auf Häfen und Ortschaften. In Positano angekommen, steigen wir in den Shuttlebus und fahren hinunter in die an der Küste gelegene Stadt. Wir zwei Gerhards, was ist mit deinem Kaffee? Ja, ich ist ja. Das ist ja vielleicht von 500 Meter, ne? Um den Charakter der Ortschaft zu erhalten, lehnen die Positanier den Bau eines Hafens ab und so ist Positano, abgesehen von kleinen Privatbooten,
nur auf dem Landweg zu erreichen. Schmale Gassen, schöne Häuser und viele Blumen prägen das Ortsbild von Positan. Ah, das ist schön, das ist ein Stäblein. Mit dem Shuttlebus fahren wir wieder hinauf zu der hochgelegenen Küstenstraße, wo wir dann mit dem Autobus unsere Rundfahrt beenden. Noch ein Blick von der Bushaltestelle auf Positano zurück.